meine Freunde. Ja, es geht wieder. Unsere meine Kamera. Da seht ihr mich wieder. Läuft bunt und in Farbe. So. Tja, letztes Mal mal ganz kurz ein bisschen im Boden gemacht. Und uns fehlt es ein wenig an Glowstone. Mal gucken. Okay. Jetzt schmeißen wir dann einfach mal wieder mal zurück. Ich glaube, ein Stack nehmen wir mit. Wohin? Ins Nether. Da drüben alles überleben werden, sehen wir ja dann. Ich nehme mal ein bisschen Eisen mit. Eisen. Eisen. Und eine Truhe. Okay, haben wir keine. Dann nehmen wir welches Holz, welches Holz, welches Holz. Wir haben dann dunkel. Holz, haben Entschuldigung, Froschmalz und so. Okay. Was ich mit dem Dunkelholz machen will, einfach mal eine Truhe. Eine popelige Truhe. Das können wir auch mal wieder direkt zurückschicken. Ein kleiner Leck. Was soll das hier sein? Okay, das ist drunter. Was ich mal zumachen. Okay, lass mal einfach mal hier hinstellen. Ich tue dann gleich das Eisen da nämlich hier rein. Da brauche ich dann nämlich nicht immer jedes Mal von drüben dann die ganze Sache dann. Ah, meine Kamera ist abgeschmiert. Okay. Dann machen wir sie dann einfach aus. Komisch. Habe ich gerade erst gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das so ist. Aber wir nehmen dann weiterhin dann auf. Ich kümmere mich dann nach der Aufnahme dann darum. Können wir eigentlich hier drin lassen, ne? Ja, na, okay, hätten wir uns dann die Truhe sparen können. Ach ja, stimmt ja, das Glas ist ja hier drin und. So. Das Clearglas. Ach. Okay, mal. Tu mal einfach mal hier rein. So. Dann gehen wir mal ins Nether. Ach, Entschuldigung. So ein Frosch im Hals. Ich irgendwie nicht raus. Boah. Schieß mir hier nicht. Boah, Kowabunga. Ich stelle mich. Arschloch. Okay. Komm wieder. So. Ich glaube, ich werde das hier mal ganz kurz hier mal umzäunen. Warum? Warum? Nein, nein, nein. Ich hasse diese Spinnen. Boah. Ich hasse sie einfach nur. Ich kann von oben.
Ja, da kannst du schön herumschreien, wie viel du willst, Gasp. Ist dieser Seelensand. Mann. So. Ja, die sind hier ein bisschen schlimmer drauf als auf normal. Finde ich. Ja, sind direkt immer alle aggro. Ich bin eigentlich hingekommen, um fix Quarz zu farmen. Weil, seid mal ehrlich. Ja. Boah, schon wieder. Oh, jetzt muss ich aber mal hier rein. Falls ich es schaffe, ich glaube aber nicht. Drecksdinge. Leckt mich am Arsch. Und das müsst ihr mal vorstellen, hätten wir das mit normaler, wenn wir damit mit normalen Eisensachen hier reingegangen, ja, wären wir schon lange down gewesen. Arschloch. Geht der mir voll auf den Sack. Der war gut. Hau ab. Ich krieg gleich das Kotze hier. Schalalalala. Nehmen wir einfach mehr hier den Sand dafür. Nein! Boah, zum Glück hat er verfehlt. Ich glaube, ich hole mir mal fix noch mal schnell ein bisschen Stein. Ach ja, stimmt ja. Oh. What the fuck? Was zum Geier? Warum brennt da hinten Licht? Ah, da hinten ist Lava, okay. Oh, Telefon. Aber ich beende das hier nicht, denn eine Frau kann da nämlich dran gehen. Okay, ich hört sie jetzt ein wenig leider im Hintergrund. Ah, Bogen Bob. So. Wir sind gleich da. Noch knappe 300. Oh, das nehmen wir mit. Zinnkies. Warum nicht? Ah ne, ist ja jetzt so ein Scheißberg hier dazwischen. Ich frag mich, warum der hier hinten das Portal aufmacht. Ich muss mir noch eine zweite Portal Gun besorgen, damit ich mich da irgendwie direkt da dran. Hier. Oh, das nehmen wir mit. Ja, warum eine zweite Portal Gun? Da ich mich dann einfach dann
direkt halt eine Säule dran zimmern kann, ein Portal dran und zu Hause dann einfach ein anderes Portal aussetzen kann. Dann kann ich die ganze Zeit dann immer hin und her, dann habe ich das dann direkt vereinfacht. Brüchiger Stein. Naja, ihr seht ja nichts, Entschuldigung. Deswegen die eins verrückt und die So. anderen nicht oder was? Nehmen wir alles schön mit. Das ist gewundert nicht schon. Egal, ein bisschen Stein schadet uns nicht, ne? Wir wollten ja sowieso Steine holen. Aber das habe ich hier total vergessen, ey. Verdammt. Ja, das stimmt. Naja, egal, Wurst. Naja, dann gehen wir mal. So kriegen wir dann wenigstens ein bisschen Wie sagst du das denn? brüchiger Stein zusammen. Ich glaube, das heißt dann auf Englisch Marble. Vielleicht, ja. So können wir den dann halt auch ein wenig dann benutzen. So. Ja, ist auch richtig. War der jetzt wirklich ein brüchiger Stein unter dem Ding? Okay. Ich glaube, wir nehmen das Wenn ganze das Teil hier geht, dann mal wieso auch mit, nicht? wenn wir schon hier sind. Ja, ich will ungern jetzt die Portalgun von uns, die wir gefunden haben, jetzt dann benutzen, da wir Das ist nicht mehr. direkt zur Mine von dort aus kommen. Das ist so dumm. Ja, ihr habt gerade Das ist so dumm. Steam gehört. Ja, jetzt werde ich hier zugespammt. Egal. Muss er sich halt gedulden, bis ich fertig bin. So. Okay. Minuten schon die Aufnahme. Ja, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Oh, da hinten ist ein Enderman, der irgendwie angry auf uns ist. Keine Ahnung warum, weshalb. Er hat nichts gemacht. Zack. Boah, ist aber hier recht viele. Naja, und schadet es ja nicht, ne? Wir nehmen es Ja, direkt vor der Ente würde ich als dann nicht ein unbedingt großes hinlegen. Geschenk dann an, ne? Wie unsere Taschen aussehen. Immer noch das Ding hier. Geht wieder ab nach Haus. Ab nach Haus. Also zum Glück können wir hier markieren, dann müssen wir jetzt hier standardgemäß F3 und dann über Koordinaten laufen. Ach Mist, ich wollte mir ja noch ein Golden Lasso bauen.
Verdammt. Naja, okay. Ich glaube, dann brauche ich auch noch sogar Enderperle oder Enderauge, meine ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr so genau. Kann ich jetzt einfach so hier mal reinschmeißen. Es sieht nur so aus, es ist gar nicht mehr da. So, ich glaube, den schmeiß ich mir wieder zurück. Oder vielleicht sollte ich doch mal ganz fix mal in Twilight laufen und da Portal Gun eventuell herkriegen, denn da ist die Wahrscheinlichkeit viel höher, dass wir was bekommen als hier in der normalen Welt, ja. Denn wie gesagt, dort gibt's halt mehr Dungeons als hier normal. Ich bin gerade am überlegen. Ja, ich glaube, da werde ich jetzt auch hingehen. Das lasse ich hier. Ja, das ist okay. Der Rest ist okay. Nehme ich dann noch ein bisschen was zum Schnabulieren mit. Haben wir gar nichts mehr. Bin ich nur schnell auf der Optik. Wir sollten wieder mal ein paar Vorsetzlinge setzen. Können wir jetzt auch dann machen. Die schmeißen wir direkt mal in den Ofen rein. Solange wir hier die Setzlinge setzen. Das war's schon. Okay. Ich glaube, die Maschine ist jetzt noch nicht fertig. Aber wir können da mal ganz kurz hier hinten bei der Schmelzerei nachschauen. Klares Glas. Hat er eigentlich alles durchgebrannt? Nein, hat er nicht. Nun gut. Nehmen wir das jetzt nochmal fix mit. So. Was hat denn jetzt für einen Grafikbock? Okay. Mal da mal neues Säten sehen oder wie auch immer heißt. Daten? Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Macht mich fertig. So. Das geht aber fix hier. Warte mal. Hier gibt es auch hier die Gießkanne. Heißt ihr denn auch hier so Gießkanne? Muss mal gucken, ob es die hier dann auch noch gibt bei Unleashed. Ich meine aber eventuell nicht.
Aber ob's dann auch so stimmt, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Also dann, haut rein, bis denn.